Ich begrüße Sie recht herzlich zu einem weiteren Part von Alice. Und jetzt werde ich hier wieder einen 2D-Abschnitt betreten, der hoffentlich wunderschön wird und ein bisschen Abwechslung in diesen ganzen Mist bringen wird. Obwohl das wahrscheinlich auch wieder nur... Die Kriegführenden ohne Sinn und Zweck missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer, die sie dafür hassten, dass sie anders waren. Die Invasoren verdarbten die heile Welt. Die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen. Trotzdem blieben sie und versuchten, ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten. Die Eindringlinge griffen in Intervallen an, statt alle auf einmal zu töten. Die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht weiter. Gibt es ein schlimmeres Schicksal? Okay, da habe ich jetzt den Schusswinkel nicht ganz beachtet. Das tut mir leid. Soll nicht wieder vorkommen. Hoffe ich jedenfalls. Okay, weiter geht's. Aber man kann sich hier auch nicht wehren, muss man dazu sagen. Okay, das war mehr als dämlich. Und vor allem, wie langsam das fliegt und ich fliege und ich springe dann auch noch genau da rein. Oh Gott! Okay. Langsam muss man es angehen. Was? Okay, die merke, die Hitbox dieser Kugeln sind 50.000 Mal so groß, wie sie scheinen. Ah, es geht auch schnell. Okay. Wieso warten, wenn es auch so geht? Komm durch, du blöde Kugel. So. Oh Gott, nein. So, jetzt. Was ist denn hier los? Oh Gott. Was war das denn? Das hat mich jetzt ein bisschen erzürnt. Muss ich zugeben. So. Schnell, 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 schnell. Alles auch gar kein Problem soweit. Wieso nicht gleich so? Wieso stürzt er im Hintergrund etwas ein? Gar kein Problem. Oh, nein, nein, nein! Was? Das hat mich doch nie im Leben berührt. Ah, ich werde noch einen Spaß damit haben, ich merke schon. Was? Oh Gott. Man muss sich das als einen riesigen Klotz vorstellen, der eigentlich direkt so losfliegt. Komm, das hat mich jetzt aber nicht getroffen. Fein. Ah, das hat mich jetzt diesmal sogar wirklich getroffen. Gott verdammt. Ich sollte nicht so ungeduldig sein, aber ich bin ungeduldig. So bin ich eben. Ich möchte schnell weiterkommen. So, so macht man das. Meine Güte. Ich möchte einen Pfirsich, auch wenn die das mir nur einen verdammten Zahn gibt. Ich nehme ihn mit. Wozu haben die das eigentlich eingebaut, wenn das nur einen Fels gibt? Ach, wie originell. Na gut. Ich muss mal hier runter. Ach du Kacke, das wusste ich doch nicht. Woher sollte ich das wissen, ganz ehrlich, Leute? Woher sollte ich das wissen? Hallo? Ach ja, ich ist schon aktiviert. Okay, ich habe nicht die Leertaste gedrückt gehalten, sondern da die ganze Zeit drauf gehämmert. Das war ein Fehler. Oh. Ihr wollt mich doch umbringen, Leute. Hä, was? Ach Gott, nein. Ich hasse euch alle. So, und jetzt geht's da in die Mitte und dann muss ich nach rechts. Fein. Fein. Und jetzt kommt der riesige Zerquetscher von irgendwo und zerdrückt mich und ich bin tot. Das hatte ich nämlich noch nicht. Ich möchte wissen, was in diesem Hebel ist.
Ah, da komme ich zum unglaublich wertvollen Pfirsich. Ich möchte wissen, was mir das bringt. Wenn ich diese Pfirsiche habe. Weil irgendeinen Sinn muss das ja haben, außer dass ich einen Zahn bekomme. Also einen Zahn, das könnt ihr mir nicht erzählen, dass das der Sinn ist. Was ist hier noch zu holen? Noch ein Pfirsich? Tatsache. Ja wirklich, was bringen diese Pfirsiche? Außer den unglaublichen Endorphinrausch, dass man einen Zahn dazu bekommen hat. Wieso zerbricht hier nochmal alles? Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Okay, ich komme da nicht mehr hoch. Das ist suboptimal. Ciao. Ah, doch! Komm, ich komme da wohl durch. Mein Gott, da ich da auch überhaupt nicht ans Schrumpfen denke. Egal, ich versuch's aber erstmal hoch. Okay. Okay. So. Und dann weiter geht's. Und dann weiter geht's. Ohne getroffen zu werden. Yes, sir. Fuck. Ich hätte mich schrumpfen lassen sollen. Nein. Verdammt. Beim nächsten Mal wird's besser. Garantiert. Ah, fuck. Dann mache ich eben das so. Oder auch nicht. Was auch immer das gerade sollte, dann auch nicht. Perfekt. Perfekt. So will ich das. Oh ja. Yes. Genauso wollte ich das haben. Und diesen Pfirsich nehme ich doch auch noch mit. Ich möchte jetzt echt mal wissen, was das mit dem Pfirsichen bringt. Und dann and done. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Wie lange habe ich jetzt schon gespielt? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal an. Nee, ich blamiere mich immer mit meinen schlechten Schätzungen. 10 Minuten vielleicht? Vielleicht. Oh, vielleicht auch eher 7? Ja, ich weiß es nicht. Komm, ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen. Die wievielte Folge ist das? Die 30. ist das sogar. Oh mein Gott. Oder ist es die 30? Jetzt habe ich schon wieder eine Cutscene übersprungen. Von irgendeinem neuen Verfall. Ey, diesen Verfall kenne ich schon. Der ist nicht neu. Wieso habt ihr denn eine Cutscene eingeführt? Schön bedankt. Da kommt direkt noch einer. Wirf dein Viech. Nein, Verfall! Ah, ah! Ich möchte diesen... Da, wirf dein Viech. Wirf dein Viech. Komm. Schnell! Danke. Genau das wollte ich. Mehr. Könnt ihr bitte mal aufhören zu eskalieren? Oh! So, ich bin überhitzt, das ist nicht so schön, aber auch nicht unglaublich tragisch. Eine Maske ist kaputt. Oh Gott. Was will dieser kleine Verfall hier überhaupt noch? Ich kämpfe nur noch gegen große Kaliber, ist das nicht klar geworden hier? So, der ist down. Okay, und dann schlitze ich ihn von der Seite auf. Zack, eine Masse ist weg. Also noch 2/3 der Lebenspunkte sind übrig. Wieso nimmt er eigentlich seinen komischen... Fuck, wie konnte er mich dann noch treffen? So, er macht das hier. Unglaubliche Combo.
Combo hat sogar was gebracht. Eigentlich nicht. Ich hätte auch einfach durchschnetzeln können. Aber nein, das war mir dann zu plump, weil ich auch ausnahmsweise diese Combo auch mal im richtigen Kampf verwenden will. Das habe ich ja bisher noch kein einziges Mal geschafft. Hä? Ich verstehe es nicht ganz. Oh, wie sieht das denn aus? Oh ja. Ich bin schneller als mein Schatten, auf jeden Fall. Lol. Aber ich glaube, Schaden macht das nicht wirklich, oder? Ich würde es jedenfalls stark bezweifeln. So, mein Gott. Meine Stimme ist auf einmal sehr leise geworden, irgendwie. Also vom eigenen Gefühl her. Ich hatte irgendwie gerade keinen Bock auf laut zu sprechen, wie es scheint. Ich bin auch ein bisschen müde und das wird wohl dazu führen, dass ich auch... Nee, schon wieder so ein Puzzle. Und wieder windet sich der Schattendrache den Pfad entlang. Folge dem Drachen, Alice. Oh, folge dem Drachen. Ich verstehe, wie der Hase läuft. Wirklich ganz logisch. Zumindest jetzt. Es ist wieder der genau gleiche Mist. Ja, ist so logisch bis jetzt. Es ist so logisch, Alice. Ich frage mich wirklich, was daran logisch ist, was du bisher... Ich frage mich wirklich, was siehst du hier, dass es logisch ist? Muss ich jetzt etwa wirklich gegen Verfall kämpfen? Ich meine jetzt gegen schleichenden Verfall hier. Der ist doch erbärmlich. Er ist erbärmlich, sage ich euch. Seht euch das an, er ist erbärmlich. Wieso soll ich damit meine Zeit verschwenden? Ganz ehrlich, ich fühle mich unterfordert. Ich fühle mich unterfordert. Und gleich stecken sie mir hier so einen kolossalen Verfall vor die Nase und ich bin... Oder zwei kolossale Verfallstypen. Die haben mir wirklich Schaden gemacht, unglaublich. Und das stimmt hier nicht. Dieser schleichende Verfall kommt doch unendlich nah, oder? Nee, kommt er nicht. Wo ich sage, es ist vorbei. Mein Gott. Das war lächerlich. So. Eine Box. Meine Güte. Das wird nicht unglaublich spannend, Leute. Das wird nicht unglaublich spannend, was hier passiert. Okay. Weiter geht's. Hui. Und das bewegt sich natürlich. Aber nein, diesmal falle ich ausnahmsweise mal nicht runter. So, und dann gehe ich hier rüber. Was ist das für ein Stoff? Naja, diesmal ist es eine Wespenfrau. Das ist ja gar nicht... Das ist ja jetzt nicht mehr so schön. Früher waren es ja noch halbnackte menschliche Frauen, aber jetzt sind es halbnackte... Mensch-Wespen-Hybride. Würde ich das nennen. Okay, und die Box ist drin. Was? Da geht's weiter, oder? Nee, ich hab mal wieder... Ist mir nur eingebildet. Wie üblich. Man stelle sich jetzt vor, ich würde jetzt hier den komplett falschen Weg gehen. Das wäre doch mal fies. Ach, hier kam ich doch. Hier kam ich doch her, oder? Oder? Tatsächlich, ich kam hier her. Ist das Puzzle denn jetzt schon komplett oder habe ich jetzt wieder nur was übersehen? Ja, ich muss ja noch links lang. Links werden dann auch noch ein paar Klötze sein und dann hat sich das alles. Hui, wie zum Beispiel hier. Oh! Revolutionäre Neuerung während dieser mini kleinen Gänge. Gibt's auch mal eine Kreuzung? Das ist vorher noch nie da gewesen. Was kriege ich dafür? Eine Flasche. Ja. Ich bin auch so eine Flasche. Meine Güte! Unglaublich, eine Kreuzung! Unglaublich, eine Kreuzung! Das verwundert mich jetzt echt schon sehr, sehr krass. Wieso ist es hier bitte so dunkel?
Weil kein Licht da ist. Hohohoho. Aber hat das einen Grund? Wahrscheinlich nicht. Es ist einfach nur dunkel. Und eine Sackgasse dazu. Da oben ist ein Zahn. Nee, oder eine Flasche. Oder ein Zahn. Ich weiß es nicht ganz. Oder ein Glühwürmchen. Glühwürmchen ist gut. Da ist wieder so ein Mensch-Wespen-Hybrid. Was auch immer mir das sagen soll. Nichts. Nichts, nichts. Das kann ich auch nicht irgendwie zerschmettern. Nein, kann ich nicht. Aber hier ist ein Schalter. Und Schalter sind immer ein Indiz dafür, dass hier irgendwas passiert. Ja, eine Tür geht auf und dahinter ist eine Box. Eine Romeo-Box. Okay. Das sollte jetzt nicht weiter ein Problem sein. Aber ich hoffe, jetzt ist dieses gottverdammte Rätsel komplett. Nee, stimmt. Ich habe immer noch eine Abzweigung zu tun. Na, verdammt. So, weiter geradeaus, Alice. Gräm dich nicht. Ich bin so müde. Und dieses Gameplay, das ist auch nicht gerade förderlich. Förderlich für mein Wachsein, meine ich jetzt. Ich weiß nicht. Also, man spielt so die ersten paar Stunden oder so und ist vollkommen begeistert von diesem Spiel. Oder immerhin macht es gut Spaß, sag ich mal. Und was mache ich jetzt hier? Müde sein ist jetzt noch keine Entschuldigung dafür, vollkommen zu versagen, ja? Meine Güte. Aber dann danach wird es so eintönig und wiederholend und ich bin so... Ich schaffe es nicht zu springen, meine Damen und Herren. Ich schaffe es nicht. Irgendwas ist gerade mit mir los. Irgendwas stimmt da gerade nicht. So, jetzt aber. So, Rätsel komplett. Sag ich doch. Ah, wieder so ein bekloppter Drache. Wie war das nochmal? Ich weiß jetzt überhaupt gar nicht, wie das nochmal ging. Ja, Leertaste. So. So. Ah, schon fertig. Das Tor ist offen. Nun kann ich wohl meinen Aufstieg zum Gipfel fortsetzen. Fantastisch, Alice. Und dieses Rätsel war mal wieder sowas von unglaublich hart, dass ich es kaum glaube. Und damit verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen!